Eieieiei. Ach, was ein Super Bowl, hä? Da haben wir ja wohl alle was anderes erwartet. Aber gut, meine Meinung zum Super Bowl gab es hier ja bereits. Aber wie jedes Jahr habe ich natürlich auch einen Super Bowl-Vlog gemacht. Dieses Jahr aber ein bisschen anders. Einen wunderschönen guten Morgen, es ist Super Bowl Sonntag und heute verbringen wir den Super Bowl zusammen und ich nehme euch mit in diesem Video. Viel Spaß! Normalerweise mache ich mir immer Pancakes oder irgendwie sowas zum Frühstück, zum Super Bowl oder versuche an dem Tag wirklich nur so amerikanisches Essen zu mir zu nehmen. Aber irgendwie hatte ich da gar keinen Bock mehr drauf, weil ich in den letzten Wochen in den Playoffs halt so viel von dem Zeug schon gegessen habe. Außerdem haben wir ja so ein Fresspaket angeboten mit den ganzen Kram und da hatte ich irgendwie die Schnauze voll und deswegen war uns an dem Tag tatsächlich mehr danach, irgendwie was Frisches, was Gutes halt einfach zu frühstücken. So, bevor der Super Bowl startet, muss ich hier erstmal ein bisschen was vorbereiten. Während ihr ganz normal den Super Bowl guckt, müssen wir uns natürlich schon darauf vorbereiten, auf den Sieger und dementsprechend schon die Super Bowl Caps und so weiter alles einpflegen. Und das machen wir jetzt erstmal, bevor wir dann zum Hardcore Chillen kommen. Left. Super Bowl-Tag kann ja schon recht lang werden und dann ist halt die Frage, wie verbringt man den? Ich habe erst überlegt, mir irgendwelche Filme anzugucken, aber die meisten habe ich ja halt schon gesehen und dann habe ich tatsächlich Classic Super Bowls geguckt auf dem Game Pass und habe mir angeguckt, wie Tom Brady 2002 die Dynasty gestartet hatte gegen die Rams und dementsprechend hat das halt super gepasst zum Super Bowl dieses Jahr. Ich hatte lange Zeit überlegt, was ich zum Super Bowl anziehen soll. Erst habe ich gedacht, ja, ziehe ich ein Super Bowl T-Shirt an oder was von den Rams oder von den Patriots oder so. Aber irgendwie war mir an dem Tag einfach nicht danach. Ich wollte halt einfach meine Bears representen und dementsprechend, ja, Bear Down, Baby.
So, ich bin fertig und ich werde tatsächlich hier nicht den Super Bowl gucken. Das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich den Super Bowl nicht zu Hause schaue. Und dementsprechend, ja, eigentlich auch ganz cool, weil dann muss ich auch nicht aufräumen. Left. Das ist schon tatsächlich ein bisschen komisch gewesen, den Super Bowl nicht zu Hause zu machen. Das heißt, das ganze Schmücken und so weiter und so fort, das fiel dann ja weg. Und dadurch, dass ich halt jetzt bei Patrick war, den Super Bowl gucken mit seinen Freunden, die ich halt vorher auch nicht so kannte, war das natürlich so ein bisschen schwierig, da den Leuten gleich die Kamera ins Gesicht zu halten, sondern da ist man ja dann halt auch erstmal so ein bisschen zurückhaltender und versucht den Leuten nicht zu sehr auf den Schlips zu treten. Und daher war das für mich halt auch tatsächlich eine Herausforderung, diesen Super Bowl Vlog irgendwie zu machen. Eine Sache gibt, die ich an Graz nicht mag, dann ist das hier die Parkplatzsituation. Ich muss jetzt hier kilometerlang laufen quasi, damit nichts anderes hier wohnt aus meinem kleinen Dorf in Deutschland. Auch wenn das Spiel selber vielleicht nicht ganz so viele Highlights hatte, die Chili Cheese Hot Dogs, die waren auf jeden Fall ein Highlight. Die Katzen von Patrick, die waren auf jeden Fall ein Highlight. Vor allem der Manfred, der voll die Attention-Whore an dem Abend war. Und was auch definitiv ein Highlight war, war eines der besten Billigbiere aus den USA, nämlich Pabst Blue Ribbon. So, es ist 5.04 Uhr, das Spiel ist vorbei, war ein bisschen zäh am Anfang, ja. Aber zum Schluss hin war es noch echt spannend und ja,
Was ist deine Meinung zum Spiel? Hardcore Defense Battle. Ja, aber manchmal ist es cool, wenn da so Highscoring Games sind. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und zum Schluss ist es eigentlich nochmal richtig eng und wirklich spannend geworden. Ja, die Patriots. Ja, das ist schon krass. Richtig krass. Richtig krasse Dynasty. Wir werden auf jeden Fall darüber sprechen in unserem Podcast und in den Streams. Ja, richtig, richtig krass. Und jetzt geht's ab nach Hause. Schlafen. Es ist 11 Uhr und damit heißt es für mich jetzt einmal aufessen und dann geht's zur Arbeit. Dementsprechend ja, geht's jetzt weiter in die footballlose Zeit, aber Content kommt hier trotzdem. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Macht's gut und ciao. Ja, das war's mit meinem Super Bowl Vlog von diesem Jahr. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen, auch wenn es diesmal ein bisschen anders war. Das Spiel hatte halt nicht ganz so viele Highlights und außerdem kannte ich die Leute halt nicht. Ich war nicht bei mir zu Hause, da muss man halt schon ein bisschen gucken. Und daher, ja, ist es dieses Jahr ein bisschen anders gewesen. Aber ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.